Nächstes Nummer 6. So, jetzt warte ich mal, bis die Viecher hier weg sind. Hier. Oh, da ist der Wecker. Der Wecker bringt uns, glaube ich, Zeit. Ich muss mal auf die Uhr achten. Jo, 15 Sekunden. Jawoll! Oh, ein Herz. Direkt ein Leben. So, hier aufpassen. Kein Perfect Boni leider, da wir Energie verloren haben. Glaube ich, zumindest. Kinderkrebse! Alter! Hi! Stirb! So. Na komm! Tot! Snoopy auf seinem Al. Die siehst du irgendwie nicht so richtig. Achtung, Phallus-Symbol. Gut, dass der Pfeil da ist. Jo, letzten fitzliche Energie. Haben wir es doch noch geschafft. Level 8. Auge ist auch wieder dabei. Kennen wir auch noch aus dem Original. Extra Time! Hau ab, du Eule, du Fledermaus-Eule, was auch immer du bist. Hey! Super Jump! Oh, das finde ich so mies hier. Perverse Stelle.
lieber gleich so. Ja, hätte ich gleich machen sollen. Zu spät. Hätte, Herrentoilette, ja. Power up. Pervers. Ah, stirb. Yes. Goal in. So, erster Endboss. Kroa. Wer bist du? Wo ist meine Schwester? Tja, geht nichts über einen angeregten Dialog. Ne? Er versteht mich einfach nicht. Jump, jump, jump. Es ist leicht hier. Jump, jump, jump. Na, leider nein. Jetzt lässt er gleich seine Brut hier los. Jump, jump. Nix jump, schade. So, jetzt kommen seine kleinen Blagen hier. Die muss ich erstmal alle töten, bevor er wieder angreift. So, komm da wieder. Kroa. Ey, du blöder Sack. Ganz schön aggro hier. Freunde. So, die nächste Brut, der nächste Wurf. Selbe Prinzip. Hey, so jump ich hier erstmal hoch. Besser ist das. Zack. So, komm her, du kleiner Sack. Ah, komm zu Papa. Scheiße. Egal, ich habe genug Leben. Energiemäßig bleibt Gott sei Dank alles. Also er hat weiterhin so wenig Energie. Es geht direkt da weiter, wo es aufgehört hat. Hey, du Sau. Dich hat wohl der Zeppelin gestreift. Kroa. Es gibt doch nichts. Passwort fixe? Nee. Ich dachte eben. So. Lass deine Brut auf mich los. Ja, fuck. Fuck. Alter! Komm her, hol dir den Gnadenstoß, du Vogel. Ja, ich krieg den Gnadenstoß. Menno! Alter! Ich sag zu oft Alter, ich weiß. So, verpiss dich. Geschafft nach 10.000 Versuchen. Oh, guckt euch mal an, wie hübsch hier. Kroa ist besiegt und Jaina verlässt die Arena. Nicht weit weg findet sie ein Stück einer Landkarte in einem Ast. Auf der Karte ist ein Weg markiert. Es ist der Weg, den Jaina gerade lief. Ob Maria diesen Weg auch nahm? Jaina entscheidet sich, der Karte zu folgen, welche einen Pfad Richtung Norden zeigt. Ein kalter Wind zieht ihr um die Ohren. Jaina friert. Oh, armes Mädel. Jetzt schneit's nämlich. Jetzt kommen wir in die Winterwunderwelt. Zampas Welt. Level 9. Fällt mir richtig gut hier. Auch die Musik, muss man sagen, nicht schlecht, Herr Specht. Da haben sie sich Mühe gegeben. Hey, Schneeber! Nein! Thank you.
Yeti und das Auge. Geht's noch? Oh, Dream Bubble. Ist doch eigentlich nicht so schwer, dass man hier schon failt. Ich glaube, ich bin nur unkonzentriert. Toll, ist natürlich die Dream Bubble auch weg. Fuck, fuck, Doppelfuck. Ja, dumme Troller, du. Ach, guck mal, die gibt's auch wieder, diese springenden Flummis. Wie süß. Gut gemacht. Sehr schlecht. Schlechte Leistung. Gleich ins Zehnte. Yes, Punky Girl. So, dann gehen wir rückwärts. Nein! Mann, bin ich schlecht. Schönen Diamantenlocken. Das sind eigentlich Rubine. Ich sage immer Diamanten, weil sie im Original eben Diamanten waren. Hier sind es halt rote Rubine, wie in der Amiga-Version. Ja, super. Ich bin zu blöd zum... Ist ein bisschen mies, dass die Gegner immer hier in diesen Dingern verstecken. Oft siehst du sie erst, wenn es schon zu spät ist. Na gut. Die Elf. Ich bin rubingeil, deswegen gehe ich einfach mal da runter. Das war jetzt nicht so doll. Okay. Feuer! Green Bubble! Oh Mann, ist das unfair hier. Gott sei Dank mal wieder ein Leben seit langer Zeit. Zack, zack. Das ist gemein hier. Magisch ja gar nicht. Hier ist echt mies. Da unten darf ich nicht hin. Okay. Weg, du Auge. Macht Splatt. Nö.
Rubine. Geschafft.